Hallo zusammen, heute möchte ich euch die Sofern AA Taschenlampe vorstellen. Hallo, wie ich schon gesagt habe, die AA Taschenlampe von Sofern nimmt AA Batterien, das heißt hier diese ganz gängigen Batterien. Und erreicht damit 100 Lumen, was sie aber für ihre 9,99 € wesentlich interessanter macht, ist, dass sie auch 14500er Akkus nimmt. Das sind Akkus in der gleichen Größe wie AA-Batterien, nur haben sie mehr als die doppelte Voltanzahl. Und dadurch kriegen sie eine viel höhere Leistung raus. Und dadurch schafft auch diese Taschenlampe dann 430 Lumen im höchsten Modus im Vergleich zu den 100, die sie mit einer Doppel-A-Batterie schaffen würde. Sie ist gefertigt aus Flugzeugaluminium, also eigentlich die normale Standardstärke bei guten Taschenlampen, wobei die fühlt sich auch wirklich gut verarbeitet an, vor allem für den Preis. Ich habe auch probiert, da das runter zu kratzen mit der Rückseite von einem Messer, aber da hat sich nichts getan. Sie ist auch also IPX8 zertifiziert, das heißt, sie kann bis zu 2 Meter unter Wasser und aus 1,5 Meter fallen. Von der Stärke her haben wir eben die 430 Lumen, 200 Lumen, 30 Lumen und 5 Lumen. Und mit der Doppel-A-Batterie ist es 2, 15, 50 und 100. In der Packung findet sich übrigens keine Batterie beim Auspacken. Das heißt, man muss sich gleich eine besorgen, wenn man sowas nicht zu Hause hat. Ansonsten findet man eine relativ gute deutsche Anleitung, die ich jetzt gerade nicht dabei habe, aber es ist ein ganz normaler Zettel, wo halt alles sehr genau draufsteht. Man hat einen Lanyard und zwei O-Ringe, also eigentlich alles, was man für eine Taschenlampe so braucht. Auch die Schachtel ist relativ hochwertig gefertigt jetzt im Vergleich zu vielen günstigeren Taschenlampen, die ich in den letzten Jahren schon angeschaut habe. Wenn ich jetzt nämlich zum Vergleich die Olight hernehme, die S1A, die kostet 40 Euro im Moment, was aber auch schon ein günstigerer Preis ist als normal. Aber wenn ihr irgendeine von denen wollt, Links sind in der Beschreibung, sage ich nur mal. Die hier kann ich einfach mit einem Klick kurz einschalten und dann halte ich gedrückt und gehe die Modi durch. Und wenn sie ausgeschalten ist, mache ich dreimal Klick und bin im Strobe. Ich mache jetzt kein Review für die, ich will das nur zeigen, weil was ich echt für ein Problem bei der halte, wenn man diese Funktion verwenden will, ist das Strobe, weil wenn ich es eingeschalten habe, muss ich hier so dreimal halb draufklicken, damit er in den Strobe-Modus geht. Und wenn man eh schon in Panik ist oder eine Gefahrensituation, dann noch dieses dreimal drücken, da habe ich eine Weile gespielt, dass das jetzt so einfach geht bei mir, aber ich bin nicht sicher, ob ich das in einer Notsituation machen könnte. Ansonsten schaltet man sie mit den halben Klicks einfach weiter, aber man muss nichts in der Geschwindigkeit machen. Also vom Äußeren her ist sie sehr überzeugend. Sie ist gut verarbeitet. Von der Größe her vergleichen wir es mal mit der Olight. Da ist halt bei der Olight ist der Schalter da oben und hier ist er auf der unteren Seite. Lanyard habe ich auf beiden, wenn ich will. Und hier hätte ich noch einen Pocket Clip, das habe ich bei der nicht, aber die ist dafür fast schon zu groß, würde ich sagen. Abschließend bleibt zu sagen, es ist wirklich für das Geld eine hervorragende Taschenlampe. Für 10 Euro bekommt man hier eine wirklich stabile Lampe mit stabilem Griff, die wasserdicht ist.
mit der man eigentlich alles machen kann, bis auf den Strobe. Aber schauen wir uns jetzt einmal den Lichttest an. So, jetzt sind wir mal wieder im guten alten Stiegenhaus und testen hier mal die Sofern mit ihren 430 Lumen. Sie hat übrigens die gleiche LED-Lampe drinnen wie die O-Light, nur eine andere Optik. Aber ansonsten ist sie eigentlich von der Farbwiedergabe sehr gut, vor allem für den Preis. Hier habe ich vor allem den stärkeren Modus benutzt. Und jetzt hier bei der O-Light gehe ich nochmal alle Modi durch. Und jetzt schauen wir dann auch im stärksten, wie viel das ausmacht. Hier sieht man eben, die 600 Lumen sind jetzt nicht so ein großer Unterschied, wie man sich denkt. Also es ist nicht eineinhalb Mal so viel. Die Wiedergabetreue ist bei beiden ziemlich gleich. Also das ist schon interessant. Okay, um jetzt nochmal zu einem Fazit zu kommen. Die Sofern ist wirklich eine super Lampe, wenn man nur eine einfache Lampe braucht, die halt einfach erleuchten soll und nichts sonst. Und die O-Light ist schon ein bisschen was Besseres von den Funktionen her, aber nicht unbedingt von der Qualität. Jetzt von der Qualität ist die Sofern auch sehr toll. Und wenn ihr eine der beiden wollt, dann bitte verwendet den Amazon-Link in der Beschreibung, das würde dem Kanal sehr helfen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst einen Daumen nach oben. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr über zukünftige Videos informiert werden wollt, dann bitte abonniert den Kanal. Macht es gut, bis dann und tschüss.